Soll ich mal auspacken? Du kannst jetzt mal rausholen, was du... Okay, gut. Wir fangen mal an mit... Ich bin mal gespannt, ob du den feierst. Für mich ist das die heftigste Neuentdeckung. Die heftigste Neuentdeckung? Was sagst du? Also, das ist ja wirklich... Das glaube ich nicht. Das sieht krass aus. Hast du den Film Parasite gesehen? Da kriegen die am Anfang so einen Stein geschenkt. Loki gibt mir das, diese Vibes. Und das hier gibt mir diese Vibes. Stimmt. Fast gleich. Ja. Ja, also bei Design, Fragen, mal kurz einfach Bescheid sagen. So. Und ich darf den jetzt auf den Genau. Platz springen. Er heißt... Ach so. Diese Filme. Okay. The House of Oud, Date's Delight heißt er. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich muss sagen, ich fand den heftig. Okay. So, ich lasse den mal kurz ziehen. Oh, Alter. Gut. Heftig, richtig, ne? Gut. Ganz, ganz interessante Noten. Nicht zu arabisch, hat leichte Zuckernoten mit drin und am Ende auch Hölzer. Weißt du, wonach der riecht? Für die Amateure jetzt wieder, wie ich. Wie heißt das, dieses Weihnachtsgebäck? Nicht Spekulatius, das andere. Lebkuchen. Lebkuchen. Das riecht wie Lebkuchen. Ja, ja, ja. Übelst heftig. Der ist krass. Okay, ja, ich finde den ganz in Ordnung. Also, aber so krass jetzt nicht, dass ich mir den holen würde. Nein, nein, ehrlich jetzt. Wirklich. Nee, nee. Bro. Nein, nein, ehrlich okay, jetzt. Okay, okay. So, ich kann das nicht annehmen. Ich werde ihn mir bestellen. Was? Nein, nein, bitte, Bro. Du kannst nicht, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn du mir jetzt irgendwie Sachen schenkst. Deswegen, es ist alles gut. Okay, du weißt aber, wenn du mir den jetzt schenkst, ne? Ich werde bei keinem Lust mehr sagen, dass er mir gefällt. Okay. Ich lasse dir am Ende einfach hier stehen. So, wir machen weiter. Ey, Bro, wirklich vielen, vielen Dank. Was kostet das? Für die Leute, die es ja auch interessiert. Ich glaube 200 Euro. 200? Oh, ich hätte jetzt gedacht mehr. So kann auch 250 Euro sein. Kann aber auch 800 sein. Nein, 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 so teuer nicht. Nee, nee. So, wir machen weiter mit einem Duft. Und vielen Dank, Bro. Ne? Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Ja, nein, ich wusste, ich hatte mir eigentlich gedacht, du hast mich verunsichert mit deiner Sammlung, weil ich dachte, der hier, aber ich hatte vorher gedacht eigentlich, dass der dir gefallen wird. Hier haben wir Liquid Gold. Sascha und Dings sind auch ein großer Fan. Das sieht aus wie Dings. Bruno Banani. Tatsächlich, sehr interessanter Vergleich. Es geht, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es wie One Million riecht, aber es ist quasi so eine likable DNA. Wir können viel über One Million haten. Am Ende One Million war es auch... Es war ein solider Duft damals. Es war ein bahnbrechender Duft. Ja, als man noch auf so Ask FM und so rumgegangen hat. Was machst du? Willst du den als Shot trinken? Das hier ist der letzte Hack. Den haben wir das erste Mal mit dem Herbert entzündet, Leute. Und zwar geht's... Das willst du entzünden? Und zwar, Leute, geht's darum, ihr wollt ja immer stärkere Sachen, also stärkere Düfte haben, ne? Oh Mann. So, und hier... Einfach mal Geld anzünden. So, und jetzt zum Beispiel, der Alkohol ist weg. Und jetzt habt ihr hier drauf... Und jetzt Bismillah einen trinken. Und jetzt zum Beispiel hat man einfach... Seht ihr, das ist so ölhaltig. Und dadurch haben wir den Duft leicht verändert und haben halt jetzt einen deutlich, deutlich stärkeren Duft. Das ist so als Hack inside of the Community. Das heißt, wie so mäßig, wenn du was kochst und du zündest das an, dass Alkohol rausgeht, genau. Dann hast du jetzt das pure Öl sozusagen. Genau. Riech mal jetzt daran, an den Spray, den ich dir gegeben habe. Sehr likable DNA. Marzipan. Ist nicht meins. Hat eine süße Note mit drin. Ist nicht so meins. Und jetzt riech mal hier dran. Also ich finde es nicht schlecht. Wenn jetzt jemand so riechen würde, würde ich sagen, doch, es riecht gut. Aber es wäre niemals was ich mir jetzt kaufen würde. Ja, es ist intensiver. Nochmal intensiver. Ja, weniger gestreckt. Ja, und das ist halt irgendwie ein sehr spannendes Thema. Ich habe gedacht, ich zeige das euch mal und genau. Es ist, ist einfach links, ne? Ist ein guter Duft, der war früher mal exklusiv und jetzt ist er links. Wie heißt der? Liquid Gold. Okay, und was machst du jetzt aber mit dem Ding, was du da oben drin hast? Da brauchen wir gleich ein Taschentuch, ja. Da brauchen wir gleich ein Taschentuch. Okay. Okay. Jetzt machen wir weiter. Den Duft hatten wir eben kurz genannt. Ich bin mal gespannt, was du jetzt dazu sagst. Den habe ich, glaube ich, mal in Dubai gerochen. Nein, ist nein, das? Nein. Warte mal. Es gibt so eine Firma, die haben auch so Köpfe da drauf und dann ist einmal ein Adler. Nein. Dann, okay. Das ist der schwedische Hirsch. Okay. Das ist Kopenzial, ein Syrer, der nach Schweden gezogen ist. Mhm. Und dieser Duft hier, den habe ich dir auch noch nicht gezeigt, meine ich. Nee, ich glaube auch nicht. Der sieht aber so aus, als ob der mir nicht dingsen würde. Krasse Projektion, der ist so stark, glaube ich. Andere Frage. Guck mal. Das frage ich mich oft bei solchen Düften. Angenommen, du machst dir das jetzt hier drauf, dann hast du hier doch irgendwann ein bisschen gelb, oder? Ja, könnte die Möglichkeit bestehen, ja. Ist schlecht. Ich finde, der hat sehr krasse Ähnlichkeit mit dem. Ja? Ja. Oder? Lass mal das nochmal kurz aufspülen. Oh, krass. Oder? Ein bisschen? Mhm. Ein bisschen hat er wirklich Ähnlichkeit. Und hier sieht man wieder, dass Justin sich bei Panadora bedient hat. Es könnte sogar sein, dass der Duft nach dir gekommen ist. Ja? Also, ich weiß, das müssen wir nachgucken. Also. Aber normalerweise komme ich immer als letztes. Ich kann die nicht auseinanderhalten jetzt gerade. Ich muss auch sagen, sie sind relativ ähnlich. Könntest du jetzt sagen, welcher ist? Naja, doch, der hier ist das. Weil ich den Duft auch kenne. Okay. Der hat noch eine etwas andere Note drin. Aber
interessanter Duft. Hat eine gewisse Süße mit drin. Ja. Holznoten. Würdest du sagen, wie teuer ist der? Der kostet über 200 Euro, glaube ich. Würdest du dann theoretisch sagen, dass ein Oro Dion eine günstigere Alternative dafür wäre? Mit 100 Euro für 100 Milliliter? Also ich finde, also auf jeden Fall safe. Ja, weil die riechen schon fast gleich. 100%. Ja. Okay. Ja, da kann man auch mal die Alternativen gleich anschauen, ne? Ja, feel free. So, okay, dann machen wir weiter mit den nächsten. War gut. Fragrance du Bois, kennst du die Marke? Ja, schon gehört, aber noch nie gerochen. Und ich finde den hier, finde ich so ein gelungener, so ein guter Duft. Und zwar Oud Orange. Aber, oh, das hört sich gut an. Aber der hat wirklich nur keine animalische Oud-Note drin. Mhm. Ich finde den Duft wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Oh, okay. Lass mal. Muss ich kurz überlegen, wie ich ihn finde. Er riecht ein bisschen schokoladig auch für mich. Der hat eine gewisse Süße mit drin. So Schokolade x 4% so Arztpraxis. Aber ich finde den nicht schlecht. Ich wüsste nicht, ob ich mir den holen würde, aber... Yo, ich hab's. Jetzt, wo ich dieses Orange lese. Chat, wie heißt nochmal diese Kekse, wo unten so Keks ist, oben ist so Schokolade drauf und in der Mitte ist dieses Gelee, dieses Orange. Softcake? Nein. Doch, so nennt man Jaffa. Das. Okay, das ist... Jaffa Cake. Ja. Weißt du, welche ich meine? Ja. Das riecht so. Ist, boah, ich, warte mal, ich mache mir mal ein Foto davon. Vielleicht bestelle ich mir noch irgendwann mal eine Probe. So, weißt du, Pullover-mäßig? Ja, ist nicht schlecht. Ist wirklich nicht schlecht. Fragrance du Bois, generell hochwertige Marke. Ey, du hast mich heute noch nicht enttäuscht. Ja. So, das war, der war gut, dieser goldene. Ja. Und der war sogar der schlechteste sozusagen von denen. Als nächstes ist das der einzige, den ich heute mitgebracht habe. Und zwar XXY, Xerchov. XXY. Stone Label Kollektion ist die teuerste Linie. Costa Quanta? Ich glaube 4,50 die kleine Flasche und 600 Euro die große Flasche. Krass. 600 Euro die große Flasche. Und das hier ist der Pfirsichduft. Wieder der Bitter Peach Mark wird hier die hochwertige Variante mit einer geisteskranken Haltbarkeit. Ah ja? Kalim. Die zieht richtig durch. Kalim ist Bitter Peach Lover. Und hier vorne ist so ein Edelstein drauf. Bitter Peach riecht leider sehr schwach. Ich verspreche euch, der Duft, wenn ihr den drauf habt, der ganze Raum riecht nach euch. 100%. Ich meine, der kostet auch ein bisschen was. Ne? Ja. Ey, ich kann dir kein Fazit sagen. Der ist sehr nice. Ich versuche gerade, das so in Schubladen einzuordnen für die Leute, mit was man das so grob vergleichen kann. Ich lese dir mal vor. Ja. Also, wir haben als Kopfnote Bergamotte, Grapefruit Peach und dann haben wir Ylang Ylang, Jasmin, Iris und Pfeffer und als Basisnote Patchouli, Vetiver, Sandelholz, Lavendel, Vanille und Musk. Ja, okay. Gegen Ende die Noten, die waren es dann eher, die ich so... Welcher ist das gerade? Wie heißt der? XXY. Ja, das ist aber auch ein Statement, so man bringt einen Flakon raus und da steht nicht mehr Xerjoff drauf. Ja, da ist nur ein Stein oben. Ja. So ein Edelstein hier oben steht, kleines, aber du musst halt die Flasche kennen. Ne? Ey, der erinnert mich an irgendwas und ich kann es nicht einordnen. Und ich weiß, wenn ich das sagen würde, ihr würdet alle checken, wonach der riecht, aber mir fällt es nicht ein. Ich lasse ihn hier liegen. Ja, aber ich werde dich heute Nacht anrufen und sagen, Marc, ich weiß es. So, dann machen wir weiter mit einem mit einer Sache. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es dir gefällt. So, wir haben hier als nächsten Emile Elise Melting Lust. Die sind tendenziell ein bisschen günstiger, kosten so 145 Euro oder Parfum. Mhm. Und das hier ist Kirsche. Das ist die Frage, würdest du es tragen? Also diese Lost Cherry war jetzt nicht so mein Vibe zum Beispiel von Tom Ford. Mhm. Deswegen bin ich bei Kirschdüften, denke ich eher an sowas Weiblicheres, aber... Viele sind halt vom Baccarat Rouge auf sowas umgestiegen. Mhm. Weil das so das, weißt du, weiß... Das riecht so, als ob ich so in 10 Minuten, wenn ich das rieche, Kopfschmerzen bekäme, glaube ich. Möglich, kann sein. Ist halt sehr stark, sehr süß. Ja. Ich habe eine bessere Version davon. Ich wollte eben schon die Proben holen. Ja, kannst du mal kurz hier alleine unterhalten? Ja, das hier sind diese Beauchamp-Düfte. Ja. Artes und Ceos. Einer hat mir richtig krass gefallen und einer war auch gut, aber der andere war mehr mein Fall. Ceos. Schaut an meine Bros, Cater und Boogie. Sehr interessant, ja. Er hat auch dieses Kribbeln in der Nase, was man so von Xerchov kennt. Ja. Ne? Auch so ein bisschen süßlich Marzipan-mäßig. Ja. Also der hatte auf jeden Fall Power. Ja. Sagen wir mal so. Der hat auf jeden Fall Power. Ja. Da brauchst du dir nicht wie bei Diptyque Sorgen zu machen. Ah, ich glaube, der war gut. Ja. Erinnert dich das an was? Ja. Was denn? Alexandria ist es. Ja, warte mal, ich muss mal kurz vergleichen. Aber so ein bisschen frischer, glaube ich, oder? Ja, in abgewandelter Form. Ich denke mal, Preis-Leistung wird der auch der wird natürlich deutlich erforderlich sein. Ähnliche Vibes, aber ein bisschen frischer, finde ich. Ja. Alexandria ein bisschen schwerer. Cool. So, dann haben wir das auch abgehakt, weil die haben wir ja eben angesprochen. Und jetzt die Proben. Ich habe eben gesagt, hier, das ist dieser Clive Christian. Number One Masculine. Kennst du den? Alter, das ist mein Lieblingsduft. Ja? Also ich wollte dich eben gar nicht beleidigen, weil das war einfach nicht meins. Ich bin einfach noch nicht ready. Mental dafür. Du wirst irgendwann sagen... Okay. Es tut mir sehr leid.
Der war es auch nicht. Das ist ah, okay. Drake Duft. Ja, Drake Duft, okay. So, ja. Ja, dann muss es ja gut sein. Also, welche hatte ich mir bestellt? Deutsche Aqua. Ich glaube, das war der, der auch ein bisschen nach Cherry gerochen hat, den ich sehr nice fand. Ich sprühe ruhig drauf. Ich habe ja den eh schon bestellt. Ja, ist nicht schlimm. Tico Caruso, den hatte ich nicht bestellt. Boah, der ist auf jeden Fall ein Knaller. Der ist krass, ne? Ja, ist nicht schlecht. Der ist gut. Und Alba hatte ich auch noch bestellt. Boah, der ist sehr süß. Fast so ein bisschen Cake-mäßig. Ja. Aber gut, nicht überfordernd. Ja. Boah, der ist schon, der ist schon geil. Ist schon gut. Okay, und den Deutsche Aqua, genau, Alba. Den fand ich auch noch sehr nice. Der heißt Deutsche Aqua von Profumum Roma. Den, über den wir jetzt als letztes geredet haben, diesen Cherry-mäßigen, der so kuchenmäßig ist. Stimmt, Kuchen beschreibt sehr gut. Sehr schöner Duft. Ich glaube, den wird man, den wirst du häufiger tragen als den. Ja, 100%. Ja. Boah, der ist nice. Was war das jetzt gerade? Alba am Ende, ne? Ja. Profumum Roma Alba. Auch sehr zu empfehlen. Schreibe ich das auf die Liste, bestelle euch diese kleinen Pröbchen und dann ab zu hoffentlich demnächst mal Geber.com. Wir hoffen es. Wir hoffen uns alle Daumen drücken. Jetzt haben wir so den krassesten und auch den teuersten Duft heute. Ja. Blonde Amber von Clive Christian. Ah, ein Kollege hat mir davon erzählt. Er ist so, ne, er ist so durch die Presse gegangen. Oh. Der ist ein Banger. Ja, tausendmal besser als der Clive Christian, den ich eben hatte. Der Nein, hat mir das, gar nicht ist, das ist kein Vergleich. Ne? Von der Duft-DNA hyperkomplex. Wenn du jetzt 5 Minuten wartest, riecht er noch ganz anders. Ja. Heftig. Ich warte gerne 5 Minuten. Ja, ja. Also der Kraft. Duft. Was kostet der nochmal? 550 Euro. Für? 50 Milliliter. Ja, okay. Gibt es 100 Milliliter Variante davon? Nee. Ah, okay. Oh, oh mein Gott. Aber findest du den? Ich finde den... ist, nee, ist ganz gut, aber... ich brauche den nicht. Wirklich nicht. Den werde ich nicht so oft tragen. Meinst du? Ja, wirklich. Meinst du? Ja. Okay, hätte ich jetzt gedacht, dass du den feierst. Gut, wir machen weiter mit... sollen wir was Verrücktes machen? Ja. Mit dem Geld? Mit dem Geld? Ja, der heißt Wealth von Parfum Saxe und der riecht nach einer 200 oder 1000 Schweizer Franken Note. Was? Warte mal ganz kurz. 1000 Schweizer Franken? Mhm. Und riechen die anders oder 200 als eine... Oder 200. Okay, aber riechen die anders als eine 5 Schweizer Franken Note oder was? Der Typ ist in die Druckerei gegangen und hat sich diesen Duft rekreiert. Das ist halt dieses Papier mit diesem Druck. Mit diesem Druckding. Also wenn 200 Franken Scheine so riechen, dann würde ich mich schon gerne damit einreiben. Aber riechst du diesen Papier? Dieses Papier, diese Papiernote? Nicht so krass, muss ich sagen. Hätte ich, nee, wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich niemals im Leben gesagt, das riecht nach Papier. Okay. Ja, ist auf jeden Fall wildes Design, Flaschendesign. 200 Franken kostet der? Das wäre krass. Nein, nein. Das wäre krass. Der ist günstiger, der kostet. Aber es wäre krass, oder? 100. Ja, das wär eine Nummer. Dann kommen wir auch schon fast zum Ende. Hier haben wir nochmal eine Neuerscheinung. Ajal von Spirit of Dubai. Mhm. Und zum Ende zünden wir aber nochmal hier diese Hölzer. Das machen wir jetzt gleich. Damit ja, okay. Ich wollte jetzt 15 Minuten haben wir noch. So. Also hat Marc noch. Hier. Frische und Süße. Beides zusammen. Alte und neue Welt trifft aufeinander. Oh. Das riecht ein bisschen wie ein Tee. Hyperintensiv auch. Ganz, ganz stark. Doch. Der ist gut. Der ist krass. Ja, ne? Was ist das? Dubai? Spirit of Dubai heißt der. Ah, das ist okay. So die bekannteste Marke aus Dubai. Auch relativ teuer, ne? Und das ist der letzte Release. Mhm. Das ist der einzige Duft, der ein bisschen tragbarer ist und nicht so krass udig. Mhm. Ja. Ja, ne? Aber stimmst du mir zu, dass der so ein bisschen was von einem Tee hat? Ja, auch gewisse Noten schon, ja. Also jetzt nicht, wenn du einen Tee eingießt und so, sondern an diesem Beutel so riechen würdest. Aber so angenehm. Ein bisschen auch so was von einer guten Duftkerze irgendwie. Aber Ultraprojektion auch. Ja. Sehr, 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 sehr stark. Sehr stark. Ja, ist cool. Ist gut, ne? Ja, ist gut. Ja, und damit sind wir eigentlich so gut wie am Ende. Ich hatte noch den hier mitgebracht, aber den kannst du ja Alter, schon. Alter hier? Ja, den kannst du ja schon, ne? Lass mich nochmal kurz. Ich habe jetzt keine Papiere mehr. Oh. Ja, komm, dann. Muss der Arm herhalten. Genau, so hat es hier noch in Erinnerung. Wirklich ein guter, solider Duft, aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh ja, ich muss mir den jetzt für das Geld kaufen. Ja, also wenn man jetzt schon in der Dings drin ist, der hatte einen Ultra-Hype, viele Leute haben ihn gekauft, der hat halt diese Schokoladennote mit drin, Zimt und so weiter. Ja, von daher... Also da waren hier wesentlich bessere dabei auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Wollen wir jetzt mal das Ud entzünden? Ja, okay. Und wie machen wir das? Und wo? Also. Reicht das hier? Ja. Warte, ich schmeiße die Tastatur ein bisschen zur Seite. So, pass auf. Also, das ist so typisch für die arabischen Emirate und so, ne? Ja, also Marc macht jetzt ein kleines Lagerfeuer auf meinem Schreibtisch. Wenn hier gleich der Stream ausgehen sollte oder Feuerwehr anrückt, wundert euch nicht. Die Leute sprechen ja immer über Ud und so weiter, dann muss man denen auch mal die originale Form zeigen. Ja. So, dafür nimmt man halt ein bisschen Kohle,
Ist das so diese Shisha-Selbstanzündekohle? Ja, könnte sein. Okay. Dann legt man das so hier drauf. Dann müssen wir jetzt erstmal das kurz anzünden. Wenn ich später hier lüfte... Nein, das geht nicht mehr weg. Das bleibt jetzt für immer hier. So, jetzt nehmen wir mal hier so ein Stück raus und legen das mal hier drauf. Kuckelt das schon? So, pass auf. Und jetzt wirst du gleich sehen, wie da das Öl quasi rauskommt. Also Oud, das ist ja dieser Adlerholzbaum. Und der wird infiziert von einem Pilz. Und das sieht man erst, wenn man den Baum quasi köpft. Ey, es raucht übelst. Und jetzt siehst du, wie hier das Öl rauskommt? Jo. Ja, krass, wie so ein kleiner Film da drauf, ne? Genau, und es wird immer doller. Und so, das ist das, ja, das ist das Oud, was man auch im Parfum verwendet. Dafür wird das Holz gekocht. Naja, let him cook. Und jetzt, ne, das, was ihr ja hier als Rauch seht, zum Beispiel, was die Jungs machen, ist beispielsweise, Vorsicht, das, ne? Das hier wird zum Beispiel über, machen die über die Kleider oder über den Anzug, da kann man auch mal so, ne, zack, lässt du so, lässt dann... Aber das riecht ja sehr verbrannt dann. Und nicht nach dieser Oud. Riecht doch. Das ist doch nicht verbrannt. Das riecht ja nicht verbrannt. Ich finde, das riecht, wie wenn man einen Grill anhat gerade noch. Ja? Nee. So macht man dann, weißt du? Und dann hast du deine Kleider geräuchert. So, und das ist der, ja? Das ist der Oud-Vibe. Ich muss mal meine Hausschuhe räuchern. Kannst du auch. So, weißt du? Da innen rein, so. Und das ist quasi die originale Form. Das riecht nach Rauch. Nein, nicht nach Rauch. Das riecht schon, hat schon einen Eigengeruch. Ja. Nicht jetzt nach verbranntem Vielleicht Holz. Ist meine Nase auch zu... Wir haben natürlich hier auch schon einiges entzündet. Aber es ist jetzt nicht, dass es einfach nur nach einem Stück Holz riecht. Ne, sondern es ist schon... Und das ist am Ende das, was man so... Ne, dafür geben die Leute immer... Es gibt Stücke, Oud-Stücke, die kosten, keine Ahnung, kosten 10.000, 15.000 Euro. Krass, Alter. Wie groß sind die dann? So, schon brocken, ne? So, ja. Und dann geht einer dahin und macht sich so ein kleines Ding ab wieder und... Mach's drauf. Okay. Ah ja, okay. Das ist jetzt auch relativ so langsam am Ausgehen auch, ne? Genau, das kokelt, also das da kommt jetzt immer noch was raus und so weiter. Wie lang? Das ist jetzt gleich vorbei. Okay. Ja, Mann. Das ist der, so ist das Original. Und das waren jetzt so 1,30 Euro. Ja, das waren bestimmt, ja, so, das kann auch schon 10 Euro gewesen sein, ne? Ja, die du hier gerade einfach angezündet hast. Für die Stimmung. Ja, die Stimmung ist super nice. Ey, Marc, ich muss ehrlich sagen, mein Herz blutet ein bisschen, dass du uns verlässt.